Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity mit mir, dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und weiter geht's. Ich möchte gerne in dieser Folge nochmal... Ach, was haben wir denn hier in der Nähe? Wir machen mal mysteriöse Mordfälle, das ist nämlich gleich hier um die Ecke. Und zwar, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ach Gott, da wäre auch ein Seilzug gewesen, da wäre es wesentlich einfacher gewesen. Der Tod schmeckt süß. Akzeptieren und noch. Weiblich, weil er in ihren 40ern äußerst gut gekleidet ist, der alten Monarchie. Gesicht durch furchtbaren Ausdruck verzerrt. Keine Anzeichen psychischer Gewalt. Physischer Gewalt, okay. Schließen. Den Mörder finden. Okay. Okay, das hatten wir ja schon. Hinweise. Nehmen wir erstmal das da. Was ist das? Was ist denn das? Okay. Interagieren. Gepflegter Garten mit unterschiedlichen Blumen, Fingerhut, Belladonna und andere, deren verzeiht. Ah, okay. Nein, es hat sich schon wieder aufgehangen. Es hat sich schon wieder aufgehangen. Och. Fick dich, du Scheißspiel. Gut, jetzt nicht über den Schnitt wundern, der wahrscheinlich gerade erfolgt ist. Ich habe einfach mal die ganze PlayStation neu starten müssen und bin jetzt genau wieder an die Stelle gegangen, wo sie eben sich aufgehangen hat. Das ist leider passiert, das die ganze Zeit. Jetzt in dieser Aufnahme sehe ich das dritte Mal. Porzellantasse mit japanischen Design. Auf der Worterin heißt es Schokolade serviert. Okay, sie hat es vergiftet mit Belladonna. Wenn ihr es wissen müsst, ich bin Amélie Morvoisin. Das hier war meine ältere Schwester, Valérie Duclos. Undenkbar, dass Georges sie vergiftet haben soll. Selbst nach allem, was sie sagte. Valérie und ich standen uns nah, doch ich muss sagen, sie war den ganzen Abend über unausstehlich. Sie trank zu viel und beleidigte jeden. Das Schlimmste war, als sie ankündigte, Georges beim Sicherheitsausschuss zu denunzieren. Wenn ihr es wissen müsst, ich bin Amélie Mo... Gut, was haben wir denn noch? Für Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass sie das war. Wir haben ja... Wenn ihr es wissen müsst, ich bin Amélie Morvoisin. Das hier war... Ich glaube nicht, dass sie das war. War das nicht. Ah, da ist der nächste. Okay, da ist ein... Okay, da wurden die Kräuter wahrscheinlich zerstoßen. Ich habe sie nie gemocht, nie. Selbst als ihr Mann, Gott hab ihn selig, noch lebte. Er war ein Ehrenmann, wirklich. Monsieur Georges war sein Freund. Er kam oft zum Essen und er aß und aß. Eine Schande, dass man ihn köpft. Aber Madame... Den lieben langen Tag kommandierte sie Pierre und die arme Amélie herum. Wer weiß, was aus Mademoiselle wird, so ganz ohne Geld. Und in ihrem Alter wird es schwer, einen Mann zu finden. Ich brauche nicht, dass der das, dass sie das war. Glaube ich auch nicht. Ist hier noch irgendwo was? Da ist da noch was. Ein großer Trug war es von einer dicken Kakaobasse aus einem Gefäß und fein gemahlener Kakaobasse wie ein leerer Milchkrug und ein kleiner Zuckertopf.
Okay, da wurde das vermischt. Denn hier noch was? Ich glaube, da drüben wird noch was sein. Nicht für uns gedacht. Aber wo geht's weiter? Gibt's da noch mehr Schauplätze? Ne, das muss ja hier nicht. Das muss ja hier sein. Nehmen wir mal Ruhe mit, wenn wir schon mal hier sind. Auch wenn es geldmäßig, naja. Na, 400 Franken, besser als nichts. Da drüben waren wir schon drin. Da geht's noch rein. Denn noch? Hä? Ich versteh's nicht. Liegt da noch was? Ne, es war ein Schatten. Es sind noch mehr besuchte Schauplätze. Hä? Ich versteh's gerade nicht. Das haben wir schon, das haben wir auch. Was, vielleicht in dem Haus drin, nur Etage höher. Ja, hier kommt die Polizei durchs Fenster rein. Sie war schwierig, Georges, doch sie war meine Mutter. Ich versprach deinem Vater, auf die Familie aufzupassen, doch ich habe versagt. Da liegt was. Das Knüllerbrief, der aus dem Boden gefunden, wahrscheinlich von der... Meine liebe Madame, ich weiß selbst, als ihr verstorben habt, was sein letzten Willen sein Testament einigen Monate überleben. Er übergab die Verwaltung des Geldes seinen Freund Georges und der große sollte an ihren Sohn Pierre gehen. Wir besprachen anliegend bei einem Kontakt und erschien bei vollstes Willen. Madame, ich wäre dankbar, wenn ihr meine Sorgfalt nicht in Zweifel ziehen würdet, weder euer Gatte noch Monsieur haben jeweils das Dokument erwähnt, das ihr zu Tage geführt habt. Ich möchte glauben, dass sie nichts von den, wie auch immer sei, das Dokument scheint echt zu sein. Es gibt euch den Unbeteiligten auf dem Jungs. Allein gab es noch ein Problem, dass eurem Wunsch nach der sofortigen Direktkontrolle des RBW steht. Das Gesetz sieht nicht vor, dass Frauen über ihre eigenen Finanzen verfügen. Deshalb behält man sehr weiterhin die volle Gewalt über die gesamte Vermögen, ganz unabhängig von der Tatsache, dass dies von Anfang an euch nicht eurem Zustand. Ja. Solange lebt, sieht er, dass er... okay. Du merkst meine Pariser Gesellschaft, eine Seite wurde markiert, die da zitiert. Die Louis-Vuitton vergibt das denn? Okay. Hallo, könnt ihr das mal. Oh. Ein Eispunkt mit. Ah! Ja, nochmal hier steht: Dieses Rezept habe ich von einem engen Freund, der wiederum von der Verwandten erhielt. So, wer bist du? Ja, sie hat mir gedroht. Das tat sie bei fast jeder Abendgesellschaft.
Doch sie wurde zorniger und zorniger. Also zog ich mich mit meinem Brandy auf die Terrasse zurück. Als ich nach unten kam, traf ich Amelie. Sie schickte mich in den Garten, um ihre Schwester mit einer heißen Schokolade zu beruhigen. Okay, also Amelie hat meine Schokolade. Mutter war oft schwierig, aber an jenem Abend war sie besonders giftig. Ich vermute, es lag an dem Brief, den sie am Morgen erhielt. Jedenfalls kochte mehr und mehr der Unmut in ihr hoch, bis sie schließlich in den Garten hinausstürmte. Ich bat Lucille, ihr zur Beruhigung eine heiße Schokolade zu bringen, doch Tante Amelie fürchtete, das würde sie nur noch mehr aufregen, und nahm ihr die Tasse ab. Mutter war nie glücklich darüber, dass Vaters Vermögen größtenteils an mich ging, und sie warf Lucille oft vor, sie sei nur auf mein Geld aus. Doch das ist nun vorüber, nicht wahr? Lucille und ich können endlich heiraten. Dann kann ich aber darauf vergeht der Name Chi, weil hier. Okay. Also im Moment bin ich echt noch. Okay. Mach doch mal das weg. Darf mal. Oh, mach das doch mal weg! Mein Sohn, ich schreibe, um dich zu warnen, um dir Umsicht und Fall zu raten. Ich weiß, ich schätze, dass du das dank der Tori. Ah, ne, Entschuldigung. Das heißt, der Vater statt da genesen, wogegen ich mich mit einer milden Kappe zu bringen. Meine Tante entdeckt kürzlich ein Dokument, dass der deutsche Mann das mit die Kontrolle über das Familie nach dem Tod deines Vaters obliegen sollte. Entgegen der Lehrerin behauptet und im Tag Nachlass, dass unser Geld mit seinen unseligen Geschäften im Millionen verprasste. Du musst dann extra mal ganz besonders im Zug auf dieses raffgierige Werk, mit dem du dich abgibst, und schon bald werde ich die Kontrolle über das gesamte Erbe erlangen. Welche Schulden du auch immer angehäuft haben solltest, liegt dann bei dir und bei dir allein. Dann bei dir. Falsch ist, aber würde deinen Kopf von der Schlinge ziehen, ganz abgesehen von, dass du nicht viel groß mit ihr warst. Könnten wir einen kleinen Unterhalt bekommen und mag weiterhin Mutters werden lassen. Ich glaube, ich stehe das Wert des Geldes nicht und je weniger. Okay. Ich glaube, dass es die Amelie war. Hier ist noch ein Hinweis. Hinweis, wo bist du? Ich glaube, dass es die Amelie war. Wer war denn die Amelie? Warst du? Wenn ihr es wissen müsst. Ich bin Amelie Morvoisin. Das hier war meine ältere Schwester, Valerie Duclos. Ich verfluche euch. Ihr mischt euch ungefragt ein. Valerie hat das Geld nicht verdient. Ich habe viel mehr für die Familie getan. Warst sie war du's? Nichts als eine wertlose, zänkische Säuferin. Sie war's. War sie's? Oh Gott. Macht's doch nicht so spannend. Ja, es ist ja schon eindeutig, dass er, der Sohn oder sowas, runtergeht, seiner Freundin oder seiner Frau den Auftrag gibt, ihr einen Kakao zu machen. Amelie will es aber nicht. Amelie aber dann dem anderen einen Kakao gibt für. Das ist schon ein bisschen eindeutig. Also, ich denke mal schon, dass sie das war. Ihr solltet vorsichtig sein, was ihr trinkt. Na, nice. Schön. Ich liebe heiße Schokolade. Ich glaube, ich mache mir gleich eine. Seht derweil, ob ihr etwas haben wollt. Maximale schuldige Person ohne jawohl. Schwert mit Korbgriff. Das war nice, das hat mir gefallen. Was ist denn dieses Schwert mit Korbgriff? Na gut, also im Moment haben wir das hier. Also es ist echt voller Schaden, voll parieren. Gut, Geschwindigkeit ist nicht so, aber das ist schon echt das Beste.
Beim Langen haben wir noch gar nichts. Ich denke mal, ich werde mir mal das holen. Als nächstes. Oder nee, wir machen als nächstes schwer. Holen wir uns das hier. Das ist langsam, aber wohl das schlechter ist als das, was ich aktuell habe. Von der Geschwindigkeit her. Bei Pistolen. Haben wir auch das Maximale. Besser geht nicht. Gewehre. Ja gut, mit Gewehren spielen wir ja gar nicht. Oder spiele ich ja gar nicht. Belästigt mich nicht. Entschuldigung. Verfolgt ja, schon. Spuren weiter, ihr schafft das. Ja, bis jetzt liegt 2-0 für mich. Gut. Aber wir können jetzt eigentlich schon mal eine Pause machen. Das wird eben eine kürzere Folge. Muss ja nicht immer weit über 20 Minuten sein. Weil dann machen wir nämlich in der nächsten Folge dann, ach, falsche Taste, wieder Hauptmission, die da oben ist. Oder machen wir nochmal... Was haben wir denn hier noch nie? Das machen wir nicht. Ach komm, dann machen wir das noch mit. Trauernde Mütter müssen wir immer beschützen. Was soll das alles? Hallo, hallo. Ich will mir auch mal wieder diese Helix-Dinger machen. Wir machen in der nächsten Folge Hauptmission. Und danach machen wir mal diese Helix-Dinger. Da hätte ich mal Bock drauf wieder. Ah, es gibt noch zwei noch. Wir haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Sir, könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Ich würde mir wünschen, diesen Anhänger segnen zu lassen. Ist das unvernünftig? Na komm, geh. Bist du denn da? Aristokraten! Hängt sie am Laternenpfahl! Sie ist auch adelig! A la Lanterne! Und nun seine Mutter! A la Lanterne! Lass sie doch mal in Ruhe, die kann er. Er hat kein anständiges Begräbnis verdient! Er ist nicht tot genug! Schlagt ihm den Kopf ab! Werft ihn in die Abfallgrube! Was denn? Wo denn? Es reicht nicht, ihn aufzuknüpfen. Hängt auch seine Mutter. Ich schwöre es. A la Lanterne sogar. Die hat sogar ein Schwert dabei, die Bude. Dumm, dumm, dumm. Ten Hours Walk. Ja, wo? Verbündete werden angegriffen. Ich laufe daneben ihr. Qu'est-ce que le tiers-état?
greift mich nicht an! Na! Das wirst du bereuen! Nächste! Aua! Nein. Ich mach dich nieder, du Fiese. Mach den Bastard nieder. Oh, mein Bruder. Lass das. Was labert sie nur? Musst du mal ein bisschen zulaufen, Mädel. Laber, laber, laber. Komm, Mädel, lauf weiter. Ich dachte, das wird so ein kurzes Ding. Oh. Wo denn? Ich hasse es. Dank, mein Herr. Wenigstens habe ich ein Andenken an ihn. Möge er in Frieden ruhen. Hm. Das war's? Na super. Gib mir einen Namen, Idiot. Elegant, oder? Aber wir machen jetzt Pause und 20 Minuten sind schon wieder lang um. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Unity mit dem Sascha. Dankeschön, ciao.